So, und da sind wir dabei, The Forest. 3 von 4. Und ja, ich kann hier was reintun. Heißt, ich kann ein bisschen draußen arbeiten, mal wieder. Hier draußen würde ich mir übrigens auch wünschen, dass wir hier so eine ähnliche Verteidigungsanlage haben wie unten, nur in größer. Dass wir da ein bisschen mehr Platz abdecken, also den gesamten oberen Ort hier. Ich weiß, irgendwann schließen wir uns damit selber ein. Und wenn wir dann mal rauskommen, kommen wir nicht mehr rein. Alter, diese Vögel. Ich hasse diese Geräusche von den Vögeln. Warum mussten die Entwickler sich das einfach einfallen lassen, dass die Vögel jetzt so blöde Geräusche machen? Willst du mich verarschen? Kaumann, du warst doch gerade eben erst hier. Klar, ich kann noch mal mit dir eben ein bisschen mich kloppen. Ihr habt eure Kumpels mitgebracht. Und da ist er. Da oben wirst du mir sehr wenig anhaben können. Das sollte nicht passieren. Da sollte eine Verteidigungsmöglichkeit drin sein. Ja gut, wenn er Verteidigung mitbringt. Und Virginia. Ist übrigens auch eine blaue Virginia. Es gibt aber gleich auf. Der andere Typ kann von hinten kommen. Tut aber nicht. Der ist zu blöd dafür. Ich kann es halt einfach direkt wieder rausholen. Ja, plus minus 0, glaube ich. So, wo ist der andere Kerl hin? Zeig dich, Kumpel. Der ist ja schon ein bisschen angeschlagen durch den Pfeil. Den er übrigens immer noch in sich hatte. Okay, Kumpel. Merken die eigentlich, wie ihre Typen hier sterben?
Denke nicht. Ich will die hier aber auch nicht vor meinem Haus haben. Könnt ihr euch verpissen, bitte? Der sieht mich noch. Hoch. Wenn du denkst, das wäre was Gutes für dich. Voll in den Rücken. Ja, die Pfeile, die sind plötzlich relativ cool geworden. Fuck. Dürfen dann aber natürlich nicht daneben zielen. Aus euch mache ich mir neue Pfeile. Ich glaube, ich sollte echt zu denen rausgehen. Ja, gut, dass man mit dem Katana auch schießen kann. Du solltest wirklich wegrennen. Ist irgendwo ein Pfeil hingeflogen. Keine Ahnung wo. Ich nutze das jetzt einfach mal aus und arbeite hier weiter. Wollte ich ja ohnehin. Ja, aber wenn die von der Seite kommen, so oft jetzt schon, zum zweiten Mal, weil sie halt nicht mehr von der anderen Seite kommen können, sollten wir da vielleicht ein Verteidigungssystem aufbauen. Das heißt dann eigentlich wieder nur, dass sie von der anderen Seite nochmal kommen. Die kommen immer von irgendeiner anderen Seite. Mir fällt gerade ein. Den hier muss ich noch wegschlagen, der ist zu nah. Ich denke nicht. Ja gut, man kommt da vielleicht in einem vielleicht ganz, ganz gering nur rüber, aber trotzdem. Ist halt schon mal sicherer. So, wenn jetzt noch mehr Mutanten kommen, ich glaube, das wäre schon komisch. Ich glaube, die kommen jetzt aber auch nur, weil ich die ganze Zeit penne. Da kommt schon wieder jemand. Ist einer mit einer Maske, soweit ich richtig gesehen habe. Nichts, was ich nicht aufhalten könnte. Aber dennoch immer noch ein Gegner. Das heißt natürlich Vorsicht. Ja, da stehen sie. Das sind einige.
den klar gemacht, dass ich zuschlagen werde. Ja, geh mal runter. Viel Spaß da unten. Und da sind auch noch die anderen. Die greifen halt wirklich von dort unten öfters jetzt an, aber wahrscheinlich, weil ich hier oben bin. Und ich keinen besseren Weg dort hoch finden. Stimmt ja, habe ich noch gar nicht gebaut. Sind hier noch viele gewesen? Fick dich. Jetzt läuft der da hinten rum. Was ist los? Es sind sogar zwei jetzt. Hat er sich da noch einen hingespawnt oder was? Jetzt ist es wieder nur noch einer. Ne, jetzt sind es wieder zwei. Wollt ihr das? Headshot. Der andere macht jetzt erstmal ein bisschen so Schockpause, weil sein Kumpel gestorben ist. Da stehst du. Hab ich dich schön im Gesicht getroffen, ne? Du hast hier drin nichts verloren, Junge. Merkt ihr das? So, packen wir den mal in die Mitte. Weil hier so viel Freiraum ist und da sieht man den am besten. Liegt denn da? Ach, nur ein Stein. Hätte ja sein können, dass da irgendwie ein Pfeil rausgefallen ist oder so. Fände ich gut, wenn man die Gegner aufhebt, dass man automatisch alle Pfeile bekommt. Falls das nicht schon so ist. So. Das könnten wir dann nachher benutzen für die Pfeile. Uns fehlen schon ein paar. Schade, dass sich das nicht stackt, der Effekt. Blöder Vogel, ey. Der macht schon wieder so ein Geräusch. So, ist hier was Neues? Hier ist was. Und da ist auch was. Ich denke, wir müssen echt noch ein zweites Stockwerk davon machen. Obwohl, hier, ja, kann man doch eigentlich sagen, haut das doch schon rein. Schon so ein bisschen. Also lohnen tut sich auf jeden Fall.
Mein, guckt euch den Ertrag mal an. Alles voll. Einfach alles voll. Hat sich gelohnt. So, ich hoffe mal, die Typen sind jetzt wirklich weg. Da jetzt nicht wieder einer um die Ecke kommt. Ich möchte hier so ein bisschen für Sicherheit sorgen und das hier wegmachen. Das geht nicht, wenn ich selber nicht in Sicherheit bin. Und da kommt er schon wieder. Ich sehe dich. Weißt, dass du da bist. Seid ihr blind? Der sieht mich doch. Hallo, was ist los? Leute? Was läuft denn bei euch falsch? Ich wollte ihn eigentlich von hinten killen. Na, danke. Ich schwöre dir, ne? Also wenn einmal das kein Vogel ist, wenn ich dieses eine Geräusch höre, wenn hier ein Vogel vorbeiflattert. Wenn das wirklich ein Cowman ist. Ich komme persönlich zu den Entwicklern hin, ne? Dann sage ich denen, wie das gemacht wird hier. Hier sollen verdammt nochmal nicht irgendwie Vögel rumfliegen, als wenn es Cowmans wären. Der Baum ist zu nah. Ich meine, die können ja gerne ihre Bäume haben, aber nicht in der Nähe von meiner Base. Das hättet ihr mir ruhig noch gönnen können, den einen. Was war das für ein Geräusch? Vorne ist ein Totem, oder? Ne, das war nur ein Stick. So, das haben wir schon mal fertig. Können wir uns jetzt verteidigen an der Seite. Müssen wir nur noch hier schaffen. Und dann geht's ab, Junge. Blöder Vogel. Ich glaube, ich schlag das jetzt alles in die Richtung von meiner Base rein. So dass ich nachts halt einfach nur in meine Base reinlaufen muss. Und dann habe ich da schon ein bisschen was an Holz. Blöde Vögel. Weißt du, die Vögel, die werden meine neuen Erzfeinde. Was waren meine vorherigen Erzfeinde? Also auf jeden Fall die Flugzeugaxt. Das war einer meiner Erzfeinde. Dass die immer wieder ausgerüstet wird.
Regenbogen in der Nacht. Ja, sehe ich des Öfteren. Ist bestimmt sogar echt möglich. Google hilft. Ja gut, ich würde aber erstmal sagen, das wär's für diese Folge. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao.